Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte euch heute vorstellen den Direct Action Messenger Bag und zwar den großen. Ich habe davon schon mal ein paar Reviews gesehen auf YouTube und die Leute sind alle total bezuckert und völlig begeistert. Es ist das geilste Pack, was es überhaupt jemals gegeben hat. Und das ist eine gute Tasche. Überhaupt keine Frage. Es gibt auch ein paar Sachen, wo ich denke, meh. Da hätte man irgendwie sich designtechnisch ein paar mehr Gedanken machen können. Ich werde auch erklären, warum und vielleicht auch, ob sich das lohnt, sich das Ding zu besorgen. Wie Sie sehen, sehen Sie hier quasi nichts, denn das Ding ist einmal in dezentem Schwarz. Das gibt es in gefühlten 400 Farben, Pencott, Schneetarn und hast du nicht gesehen, Trollrotze Grün. Ich habe es jetzt in Schwarz genommen, einfach weil es auch passt mit den ganzen Täschchen, die ich da sonst noch so habe zum Basteln, ist bei den Molletaschen ja immer so eine Geschichte. Will man sich mal ein bisschen erweitern und dann sieht das, wie ich finde, immer aus wie gewollt und nicht gekonnt, wenn man auf so einer Coyote-Tasche da schwarze Erweiterungstaschen drauf hat. Wie auch immer. Ich habe hier vorne mal einen Patch drauf gemacht, einfach bloß um zu zeigen, dass es geht. Das ist ja eher so ein bisschen in Richtung Bürotasche geht das, eine Crossbody Bag, aber eben trotzdem Tactical, sieht aber eben im Gegensatz zu dem Teil, was zum Beispiel Maxpedition mit dieser Kommando Attaché, ich habe vergessen, wie sie heißt, macht, nicht aus, als würde man da in den Krieg ziehen, sondern das eignet sich wirklich auch einfach als Arbeitstasche. Das Lasercut-Molle hier trägt nicht so besonders dick auf, obwohl ich eben auch finde, das ist schon wieder der erste Punkt, muss hier vorne Molle drauf. Gucken wir uns das mal an, da ist jetzt kaum was drin. Das ist schon so breit. Wenn ich mir da jetzt noch irgendwas vorne drauf machen will, hier mal so eine, ich halte das nur mal dran. Es wird halt irgendwann, wird es wirklich fettbreit. Also ich sehe keinen Grund, hier draußen irgendwas drauf zu machen, zu poppen und auch immer. Warum? Das ist eher, wie ich finde, so eine Art modisches Statement. So, es ist Molle. Es ist eine Bürotasche, aber es ist Molle. Sinnvoll finde ich hingegen, dass man diesen Mopel hier komplett abnehmen kann. Wenn man das will und das dann so tragen. Ich lasse den jetzt auch einfach mal ab. Die Dinger steckst du dann einfach hier rein irgendwo. Dieses Teil ist auch gut, dieses Schulterding, das ist gepolstert, das verrutscht nicht, das ist schön gemacht. Was ich jetzt hier finde, und das denke ich immer, wenn ich diese Schulterteile sehe, da hätte man jetzt noch irgendwas mitmachen können, dass man hier zum Beispiel die Möglichkeit hat, eine Tasche anzubringen mit Molle, und zwar richtig rum. Also natürlich kann ich Molle auch einfach so quer dann durchschieben, dass ich also im Prinzip, entschuldigt mich, das Molle so anbringe, dass das dann so da drauf ist. Aber wenn man hier einfach ein paar Mollestreifen drauf gehabt hätte, dann hätte man hier auch was so anbringen können. Und das hätte ich sehr gut gefunden. Ich weiß, dass es sowas gibt wie die Maxpedition Janus. Das ist so eine kleine Erweiterungstasche, die man dazwischen schalten kann. Da weiß ich aber nicht, ob das mit diesen Dingern hier genau passt. Und die Janus kostet, glaube ich, so um die 50 Euro oder sowas. Und wenn man bedenkt, dass diese Tasche hier eine 100er kostet, weiß ich nicht, ob man das dann für so eine kleine Zusatzpouch machen muss. Hier vorne ist so eine Reißverschlusstasche. Da kann man, die geht auch bis hier unten, kann man irgendwas reintun. Sicherlich sinnvoll. Was nicht sinnvoll ist, ist dieses Ding hier hinten. Das ist nämlich noch eine Tasche. So, da kann einmal dieser Stabilisierungsriemen, kannst du dir das festümpeln, damit dir das zum Beispiel beim Radfahren nicht mal nach vorne rutscht. Das funktioniert sehr gut. Ich benutze diese Tasche auch auf dem Rad und die bleibt auch hinten, wenn ich diesen Riemen hier dran mache. Was mich halt tierisch sagt, ist, dass diese Tasche hier hinten kaum zu nutzen ist. Also ich habe tatsächlich, kriege ich gerade so ein paar Handschuhe rein, aber auch wirklich nur die ganz dünnen Mechanics, die Fastfit. Ansonsten ist der Platz dann auch erschöpft. Es ist hier drin auch kein Flat oder sowas vernäht. Also was andere Hersteller, die dann ihre Tactical CCW Pouches mit Klett ausstatten, dass du hier so ein Klettholz da reinmachen kannst, um dann hier irgendwie an deine Wumme zu kommen. Das ist hier nicht. Mir persönlich ist das egal, weil ich weder
eine Schusswaffe habe noch brauche oder will oder sonst irgendwas, aber es geht eben auch halt kaum was rein. Es ist so, es ist echt klein und irgendwie finde ich es ein bisschen komisch. Was ich geil finde, das sieht man hier, das ist hier so schön überlappend, seht ihr das? Also hier ist die Tasche, die Öffnung und hier das so drüber. Das heißt, wenn es regnet, läuft das nicht alles direkt auf eure Unterlagen. Das finde ich voll geil. Richtig, richtig gut gelöst. Ansonsten haben wir hier die erste Außenanbautasche. Das ist so eine typische, ich habe jetzt hier zwei Pullen Desinfektionsmittel drin. Sanup, nehmen wir mal beiseite. Hier eine Netztasche. Sieht man das? Man sieht das. Und so ein kleiner Schlüsselnumpel. Und hier nochmal was zum Hinterklemmen. Dieses Schlüsselding, da wird gleich nochmal, werde ich da nochmal drauf zurückkommen. Du kannst hier also deinen Schlüssel, ich habe hier meinen Schlüsselbund, kannst du da dran machen. So. Ja. So. Und gucken wir mal weiter rein. Ja, hier zwei Schnallen, die funktionieren gut, ist alles gut. Hier ist eine Klarsichttasche. Ich habe zuerst gedacht, der macht man mit so einer Klarsichttasche, weil ich will ja keine Karte oder sowas da reinmachen, aber wenn ich das dann trage, so an der Seite, wie soll ich denn, dann mache ich auf und gucke so auf die Karte, wie haben die sich das vorgestellt? Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt schon gedacht habe, was man damit macht. Ja, aber eigentlich finde ich das gut als Erste-Hilfe-Tasche. Ich will auch gerne erklären, warum. Ich nehme jetzt hier einfach mal random so ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug. So, ich schmeiße das hier rein, völlig ungeordnet, da kann man sich natürlich mehr Mühe geben, das ist völlig klar. Bam, so, und jetzt machst du das Ding auf und siehst sofort, was du dabei hast. Ja? Ich brauche, was weiß ich, komprimierte Gase. Du siehst es schon von außen, es ist total übersichtlich, ich finde das gut. Die haben das sicherlich nicht so gemeint, dass man das so machen soll, aber dafür finde ich es ehrlich gesagt ziemlich klasse. Das ist gut und sinnvoll. Was nicht gut und sinnvoll ist, beziehungsweise was mich viel abgeregt hat, ist die Trinkflaschenhalterung. Und zwar zeige ich euch, das ist hier an der Seite. Glaubt man nicht, dass da eine 1 Liter Nalgene reinpassen würde? Nein. Das Ding, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel die Rucksäcke von Direct Action, so ein wunderbares System, das ist so ganz flach und dann machst du hier einen Reißverschluss auf und machst den, ich habe den Ghost, den großen von den dreien, Dust, Dragon Egg und Ghost, ich bin die Ghost. Das ist wunderschön, das machst du auf und dann kannst du da eine 1 Liter Nalgene reinpacken. Hier passt. Darf man zeigen, dass das Lift-Apfelschorle war, wo jetzt Wasser drin ist? Egal. Da passt also mit Mühe und Not so eine 0,5er-Pulle rein. Und ihr seht, das spannt schon. Also wer sich die Scheiße ausgedacht hat, gehört definitiv in den Arsch getreten. Und ich bin sonst sparsam mit Arschtritten. Aber das ist doch keine Trinkflaschenhalterung für eine Tasche dieser Größe. Das ist großes Kacker. In meinen Augen. Vielleicht kann man das anders sehen? Ich weiß es. Dann haben wir zwei weitere Taschen. Und die haben hier Klett. Dieses Klett ist nicht dafür da, eigentlich, da irgendwelche Patches drauf zu machen, sondern das ist dafür, um hier die obere Klappe mit dem Klett zu schließen. Das ist einerseits komplett überflüssig, weil wir ja die Schnallen haben. Macht Krach und ist auch ansonsten nicht irgendwie. Und das Problem ist, wenn wir diese Taschen hier voll machen oder das hier voll machen, wo zum Beispiel unser Erste-Hilfe-Kit da reinmachen, dann ist diese Klappe irgendwo hier. Das heißt, das liegt frei. Da, ihr könnt dann auf diesen Part hier überhaupt kein Klett mehr drauf machen. Das geht nicht, weil dieses Teil hier oben irgendwo hängt. Das ist idiotisch. Das ist vielleicht bei den anderen genauso idiotisch. Es gibt ja ähnliche Systeme von 5-Eleven und
Tasmanian Tiger und irgendwann ist hat doch jeder so eine Messenger-Laptop-Tasche gemacht. Da geht das eventuell auch nicht besser. Das weiß ich nicht. Ich habe nur die eine Tasche. Weiß, kann ich nicht sagen. So, im Prinzip gut. Da haben wir ein großes Hauptfach. Guckst du. Da geht jetzt ein Buch, geht da zum Beispiel rein. Und das ist hier so ein kleines Schreibset. Da ist Masse Platz drin. So. Und dahinter, das dient, denke ich mal, so als Laptop-Bedingung. Also ich habe jetzt keinen Laptop, den ich mit mir rumtrage. Das ist eine DIN A4 Mappe. Die passt da genau locker rein. Ich frage mich also nicht, wie viel Zoll der Laptop haben kann, weil A, habe ich keinen Laptop, den ich mit mir rumschleppe und B, DIN A4 in Zoll umrechnen. Ich weiß es doch auch nicht. Ihr wisst das sicherlich. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Technik-Friunkel, was mich hier ein bisschen stört. Und da kommen wir dann zu diesen Außentaschen. Ich zeige gleich, wie die innen aussehen. Wenn ich die vollpacke, dann hat man den Eindruck, wenn das hier alles zu ist, je mehr ich hier reinpacke und hier und da, umso mehr drückt sich das nach innen zu. Und dann wird nicht das Ding nach außen größer, das ist hier relativ steil, sondern das drückt sich nach innen und dadurch wird mein Hauptfach kleiner. Ja? Also diese Erfahrung habe ich wirklich gemacht, wenn ich jetzt hier das drin habe und vielleicht noch ein Buch und eine Brotdose und weiß ich ein Portemonnaie und habe hier außen was drin, dann ist da drin ganz schnell Ende. Also dieses Hauptfach ist dafür, wie groß es ist und dafür, wie groß die Tasche ist, geht da echt wenig rein. Also das müsst ihr euch überlegen, Leute, wenn ihr wirklich viel habt. Diese wabbeligen Ledertaschen, die die Lehrer immer haben mit diesen Schnallenverschlüssen, die sind hässlich as fuck, ich gebe es zu. Aber die beulen sich halt nach außen aus. Das macht die nicht. Die behält dieses ohnehin schon nicht besonders schlanke Profil und macht dann nach innen dicht. Und das ist ganz ähnlich, wenn man sich das mal anguckt, das hier ist die Direct Action Foxtrot. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, dann sieht man, dass die ganz ähnlich ist. Ein Hauptfach, ein so ein Nobelfach. Und wie ihr merkt, Moment mal, das Hauptfach, das ist hier sauklein, das ist eine große Tasche. Das Hauptfach ist total klein. Hier kann man diese Hüftflossen hinten verstauen. Und wenn man das macht, dann wird das auch nicht nach hinten etwa länger, sondern es behält seine Form und das Hauptfach wird kleiner. Genau wie das hier meiner persönlichen Ansicht nach auch ist, wenn ich diese Flossen hier wieder rausnehme, wow, dann habe ich plötzlich wieder ein riesen Hauptfach. Hier ist das ähnlich. Ja? Also das Teil ist schick, es ist auch hammerverarbeitet, aber es ist ganz sicher kein Raumwunder. Das kann man nicht erwarten. Ich zeige euch noch die beiden aufgesetzten Fächer. Das war bei mir so ein bisschen Kaufgrund. Ich hatte so ein bisschen diesen Messenger Bag of Doom, diesen Mod von Hazard 4. Da hat man hier einfach nur Molle und hätte sich selber Taschen drauf machen können. Das wäre rückblickend wahrscheinlich klüger gewesen. Jetzt habe ich mich für die Tasche entschieden. Und sie ist auch gut, es ist kein Fehlkauf, aber so ein paar Sachen stören einen dann halt. Ne? Und es geht einfach nicht viel rein. Ihr habt hier, jetzt kommen wir zu dem, was ich nicht verstehe, noch so einen Schlüsselmümpel. Ja? Das wäre dann der zweite, den erst nämlich da reingemacht. Hier so eine Netztasche. Ich habe dann da teilweise das auch alles natürlich in Teilen dann ausgeräumt jetzt für das Video. So Ersatzhandschuhe drin. Und dann ist hier Flausch. Das heißt, die Idee ist, dass man da irgendwas drauf poppt. Zum Beispiel von Helikon, also die Mama-Firma von denen, gibt es hier dieses Versatile Insert System. Das kannst du da drauf poppen und dann kannst du da deine Taschenmesser oder so drauf machen. Braucht man aber in dem Sinne nicht, denn Organizer ist da drin. Kommen wir gleich zu. Ich denke, es ist gedacht zum Beispiel für so eine iFact-Tasche mit so einem Rip-Away-Ding. Ich habe die große, Entschuldigung bitte, die große Rip-Away von Condor. Die passt nicht, die ist zu groß. Es gibt aber eine kleine Rip-Away von Condor und es gibt auch kleine iFacts von
Helikon zum Beispiel, die da sicherlich passen. Und wenn man das gerne möchte, dann ist das bestimmt eine gute Idee. Ich organisiere meinen Alltag in der Regel anders. Und deswegen ist diese Klettfläche hier eben einfach über. Und ja, das ist dann einfach so. Hier, das ist jetzt die zweite und die geht nicht ganz auf. Ja, die ist jetzt der Reißverschluss nur bis hier. Das ist immer ein Verkaufsargument, dass da die kleinen Teile nicht rausfallen. Ich bin nicht doof, ich kann meinen Reißverschluss dann auch einfach nur bis hier aufziehen, wenn ich das nicht möchte. Der muss da nicht aufhören. Ich habe gerne die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen. Also hier hält Helikon einen ein bisschen für dämlich. Dann kann das doch auch hier, guck mal, der lasse ich den einfach so und dann fällt da auch nichts raus. Da muss man mir doch nicht verbieten, das Teil ganz aufzumachen. Das ist behämmert. Wir haben hier so eine Matchtasche für Taschentücher zum Beispiel. Plätzchen, Deo und eine Handcreme drin. Das ist auch eigentlich der Organizer. Und der dritte Schlüsselnörpel. Also ich habe irgendwann, weiß ich auch nicht mehr, was ich da alles dranhängen soll. Ich habe jetzt bei dem einen, ich dann teilweise so erste Hilfe-Sachen drin hatte, habe ich an den einen von diesen Nümpels hier ein Pulsoximeter dran gemacht. Das ist ganz gut, dann fliegt das nicht so durch die Gegend und man hat das hier. Aber ist ja auch blöd irgendwie. Also das sind einfach zu viele von den Teilen. Hätten sie lieber eine anständige Wasserflaschenhalterung gemacht und dafür zwei von diesen Schlüsseldingern weggelassen. Es hätte keine Sau gestört. Ansonsten haben wir hier halt diese typischen Dinger, drei Stifthalter. Hier kann man bestimmt einen kleinen Block reinmachen, so einen DIN A5 Block oder was weiß ich. In das Netzding kann ein Portemonnaie rein. Ihr kennt das. Und dann haben wir diese Tasche hier, die verstehe ich immer nicht so ganz. Also das ist halt, die ist nicht klein, dass das man ein Taschenmesser reinmachen könnte. Die ist aber auch nicht richtig groß. Das ist so ein Mittelding. Was reinpasst tatsächlich wieder, wäre ein Tourniquet. Tourniquet passt rein, aber weil man da dann auch nicht rankommt, weil man kriegt das nicht auf. Und sobald ich hier was reinmache, also zum Beispiel ein Portemonnaie, ist das vor dieser Lasche und ich komme gar nicht anständig dran. Und wenn ich das als Erste-Hilfe-Fach benutze, dann sind hier halt Kompressen und Bandagen vorne, dann komme ich nicht an mein Tourniquet. Also das ist Kappes. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass ich diese Tasche nicht ganz aufkriege, kann ich eben auch dieses Ding hier nicht anständig benutzen. Und sowas regt mich auf, weil ich dann denke, da ist nicht nachgedacht worden, im eigentlichen Sinn. Ja, ich meine, du kannst... Ich habe jetzt hier das Victorinox Multitool mit Tasche und allem. Das geht rein. Das geht zum Beispiel gerade so ganz gut rein. Aber sobald ich das hier halt vollpacke, ist Ende im Gelände. Und dann komme ich da nicht mehr ran. Taschenmesser kannst du hier alles einhängen. Ich habe hier das Lansky World Legal. Ich bringe es ein total geiles Ding. Einfach mal so nebenbei bemerkt. Ein total cooles Teil und entgegen aller anderslautenden Geschichten finde ich das hübsch. Ja, für meine fetten Wurstpranken brauche ich ein schönes, großes Taschenmesser. Nicht so ein fipsiges Lagiol oder sowas in der Richtung. Und das finde ich gut. Aber gut, darum geht es nicht. Also, ich finde, diese Taschen sind schlecht durchdacht. Ich finde die Wasserflaschenhalterung kacke. Ich finde, dass das Teil alles andere als ein Raumwunder ist, du kriegst nicht viel rein. Hier drin ist es übrigens komplett mit Klett ausgestattet. Also hier könnte man dann zum Beispiel so ein Superholz da reinkletten. Aber es ist ja behämmert, weil du hier nicht rankommst. Es gibt andere Taschen von anderen Herstellern, da kommst du über diesen Reißverschluss dran. Das ist hier nicht der Fall. Das ist kein taktischer Schnellzugriff, sondern das ist einfach nur so eine Tasche. Also ich finde, man hat hier den Spagat zwischen Tactical, irgendwas Bag und Bürotasche nicht gut geschafft. Ich finde, das Ding hat Kinderkrankheiten. Es wäre so eine 2.0 Version oder sowas in der Richtung, wäre davon angeraten. Trotzdem ist es eine tolle Tasche und für 100 Euro hat man ein Hammerpreis-Leistungsverhältnis und werde die Tasche auch gerne weiter nutzen. Worauf ich gar nicht eingegangen bin, weil ich es absolut behämmert finde, ist dieses Bungee-Cord hier unten. Vielleicht, ob ich mir da unten irgendwas reinklemme oder was? Vollkommener Kackschwachsinn. Vor allem, weil wenn ich das dann hinstelle, entweder fällt es um,
Weil, na, oder es wird halt dreckig. Das ist bescheuert. Das ist richtig beknackt. Es ist ja auch nicht so, dass man mit dem Teil campen gehen würde. Ich kann das ja bei einem Rucksack verstehen, wenn ich da meine Schlafsackrolle oder sowas drunter mache. Keine Ahnung. Aber das. Also das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich dann denke, ah, da hat man was zusammengeschustert, hat im Prinzip diesen Foxtrot im Design vergrößert. Und wir sehen auch, wenn wir beim Foxtrot uns vorne diesen Organizer angucken übrigens, ne? Da ist auch genau die gleiche komische Tasche drin und das sind schon sehr ähnliche Designelemente, die hier verbaut sind hier, aber irgendwie fast noch besser für das, was es sein soll. Und hier, es ist eine tolle Tasche, aber es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Bin etwas zwiegespalten. Wie gesagt, Qualität ist alles gut, wunderbar, toll verarbeitet. Gar kein Problem, für den Preis auch echt angemessen. Es gibt Taschen, die für das Doppelte, die auch nicht wesentlich mehr bieten. Und es sind halt einfach jetzt so Kleinigkeiten, die sich rauskristallisieren, wenn man das Ding in Benutzung hat, wenn man es mit sich rumträgt, wenn man das täglich irgendwie befüllt mit seinem Kram, den man für die Arbeit braucht. Der einzige Vorteil, ich will nicht unfair sein, aber was wirklich ein Vorteil ist, halt ist der relativ zivile Look. Also wenn man schon auf Tactical und auf Molle steht, aber nicht aussehen möchte wie Rambo im Großraumbüro, ist man hier optisch sicherlich sehr gut bedient. Ansonsten, wenn ihr sowas habt oder eine andere Messenger Bag Tactical Superkram habt, schreibt es mir gerne oder auch nicht und lasst es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Links zu allen Sachen, die ich hier gezeigt und in die Kamera gehalten habe, gibt es nicht, denn ich bin der Meinung, ihr könnt alle richtig gut googeln. Wenn ihr was haben möchtet, googelt es euch selber. Mir war es eine Riesenfreude. Ich muss jetzt aufstehen, die Kamera ausschalten. Ihr könnt natürlich gerne noch sitzen bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.